im Schatten der Stadtmusikanten. Er hatte riesige Hände, was in Anbetracht der Tatsache, dass alles an ihm riesig schien, nicht verwunderlich war. Ich hatte auch kein Recht, mich irgendwie abfällig über seine Hände zu äußern. Sie retteten mir nämlich das Leben. Ich hatte den Fehler begangen, an einem Samstag in die Innenstadt zu gehen. Die U-Bahn-Straße zerplatzte fast vor Menschen, die hektisch in die Läden strömten und mit Tüten beladen wieder heraustropften. Ich hatte genug und wollte wieder nach Hause. In Gedanken beriet ich, ob ich mir gleich besser Tee oder Kaffee kochen sollte. Als ich die Bischofsnadel erreicht hatte, war ich bei kreislaufstärkendem Kaffee angekommen. Aber auf den Treppenstufen zur Unterführung fiel mir ein, dass ich keine Milch mehr hatte und schwarzen Kaffee finde ich scheußlich. Am Wall atmete ich tief durch und der Anblick der Enten, die um ein Stück Brot kämpften, und der aufgeregt kläffenden Hunde erinnerten mich schaudernd an das Menschengewühl, dem ich gerade entkommen war. Ich summte vor mich hin und beschleunigte meinen Schritt. Gedankenverloren wollte ich am Obststand vorbei in den Fädelhörn einbiegen, als ich etwas entsetzlich quietschen hörte und im selben Moment fühlte, wie ich an meinen Schultern gepackt und zur Seite geschleudert wurde. Die bereits erwähnten riesigen Hände hatten mich davor bewahrt, auf der Kühlerhaube eines BMWs zu enden. Aufgeregt schrien Menschen durcheinander und der BMW-Fahrer schimpfte angesichts der wütenden Radfahrer, die sich auf ihn stürzen wollten, lieber vom Wageninneren aus auf mich ein. Einer der Fahrradfahrer fischte eine Plakette mit der Aufschrift »Parke nicht auf unseren Wegen« hervor und platzierte sie mitten auf dem Außenspiegel des Autos. Das erboste den Fahrer so sehr, dass seine Gesichtsfarbe einer überreifen Tomate zu ähneln begann. Die Ursache der ganzen Aufregung, nämlich meine Person, stand betreten etwas abseits. »Sie haben wohl geträumt«, tönte eine mächtige Stimme auf mich herab. Ich drehte mich um und starrte auf eine Brust männlicher Herkunft. Also legte ich den Kopf in den Nacken und blickte nun in ein Gesicht, in dem es eine große Nase, ein energisches Kinn und wie mit Tusche gemalte Augenbrauen gab. Unter diesen Augenbrauen funkelte mich amüsiert ein Augenpaar an. Ich zog meine Kinnlade wieder hoch und räusperte mich. »Danke«, brachte ich heraus. »Ein Stück Kuchen ist nicht notwendig, aber ein Kaffee wäre nett«, entgegnete er freundlich. Ich ließ meine Kinnlade wieder sacken, dann räusperte ich mich erneut. »Ich habe eigentlich gleich noch einen Termin, setz dich an.« Nun funkelte Rainer Spott aus seinen schwarzen Augen. »Was für eine Stadt, voller militanter Radfahrer, verträumter Fußgängerinnen, voller wichtiger Termine.« Dann drehte er seine riesigen Hände nach oben und voller Regen. Also landete ich schließlich klitschnass mit meinem Lebensretter in einem kleinen Café in Schnorr, wo ich ihn dabei beobachtete, wie er drei Stücke Schwarzwälder Kirschtorte verschlang und überschlug mit schmerzlichem Gesichtsausdruck meine Finanzen. Ich machte mich daran, etwas Konversation zu betreiben. »Sie sind als Tourist in Bremen?« Mehr fiel mir nicht ein, was wahrscheinlich nicht sehr für mich spricht. Der Spott in seinen Augen tauchte wieder auf und ersparte sich die Antwort. Ich begann mich sehr unwohl zu fühlen. Er fixierte mich eine Weile, zuckte mit den Schultern und zog eine Packung Zigaretten aus seiner Tasche. Er hielt mir eine Zigarette hin. »Ich rauche nicht mehr«, sagte ich. Er zog die Augenbrauen in die Höhe. Ich wandte meinen Blick ab und versuchte gelangweilt irgendwo hinzusehen. Doch egal, wohin ich schaute, ich sah uns. Ich habe schon immer Cafés mit Spiegeln gehasst. Er brach ein schallendes Gelächter aus. Ich begann wütend zu werden. Da wurde er plötzlich ganz still und sagte, »Sie sind wundervoll.« Dann steckte er sich die Zigarette endlich an und zog tief den Rauch in die Lungen. Mit geschlossenen Augen hielt er ihn eine Weile und stieß ihn dann wieder hervor. Er lächelte und schien sich wohl zu fühlen. Hilflos beugte ich mich über meine Tasse. Wir schwiegen, wobei es mir so vorkam, als ob er sich dabei immer mehr entspannte und ich immer verkrampfter wurde. Er brach schließlich das Schweigen. »Nein, ich bin nicht als Tourist hier. Ich arbeite hier in Bremen seit 2 Monaten.« Dann beugte er sich vor. »Wie heißt du?« Ich bin auf das Siezen im Deutschen nicht sonderlich versessen, aber der Umbruch kam doch recht plötzlich. Vielleicht hätte ich sonst auch nachgebohrt, was er so machte. Vielleicht hätte er es mir sogar damals dort im Schnorrcafé an diesem winzigen Tisch voller Kuchenkrümel erzählt. Vielleicht wäre dann alles anders gekommen, aber wer weiß das schon. Und hätte man tatsächlich etwas davon, wenn man solche Dinge wüsste? Er verwirrte mich durch diesen grammatikalischen Umschwung jedenfalls so sehr, dass ich sofort antwortete, Karin Edith Fischer. Er hatte mich so durcheinandergebracht, dass ich sogar meinen Zweitnamen gesagt hatte. Also fügte ich hinzu,
Karen reicht. Warum Edith, wollte er wissen. Meine Mutter liebte Edith Piaf über alles, erklärte ich. Und wie heißt du? Nikos. Meine Mutter liebte Alexis Sorbas. Dann bestellte er sich ein viertes Stück Torte. Später beobachtete er, wie ich schwitzend mein Geld zusammenkratzte, um zu bezahlen. Ließ mich den schmalen Gang nach draußen vorgehen und nickte mir auf der Straße freundlich zu. Ich überlegte, was ich sagen sollte und blickte verlegen ins Schaufenster eines kleinen Buchladens. Als ich aufschaute, war er verschwunden. Nach ein paar Wochen hatte ich die Begegnung vergessen. Manche Menschen behaupten, dass man in Bremen den Sommer vom Winter nur aufgrund der längeren und kürzeren Tage unterscheiden kann. Manchmal variiert dabei die Temperatur, meist nicht. Es regnet so viel, dass die Frage berechtigt ist, ob diese Stadt ein besonderes Reinigungsbedürfnis hat oder was sonst dahinter steckt. Also wer hier zu leben beschließt, arrangiert sich besser sofort mit grauem Himmel, Wind und Nässe oder er wird meist recht frustriert sein. Die wenigen Sonnentage sind allerdings unglaubliche Schmuckstücke und ein Lächeln geht dann durch die Straßen. Die Menschen zeigen ihre Arme und Beine und nicken sich freundlich zu, sitzen bis zum Morgen draußen, trinken Bier, die meisten tatsächlich Becks, und plaudern. Dieser Tag, Anfang Oktober, war kein solch besonderer Tag. Es regnete zwar nicht, aber der Himmel war bedeckt und verbreitete eine Atmosphäre der Ungemütlichkeit. Nichts zu merken vom goldenen Oktober. Als Frau von heute komme ich natürlich auch nicht an gewissen Modeerscheinungen vorbei. Zwar wehre ich mich anfangs verzweifelt, ganz um meine Autonomie bemüht, spotte über ungewöhnliche Haar- und Hosenlängen, die plötzliche Vorliebe für Espresso statt Kaffee oder den Trend zu besonders leichtläufigen oder robusten Fahrrädern. Aber dann gewöhne ich mich daran, schließlich packt mich sogar das Verlangen danach und dann kaufe ich, mache ich mit, bin dabei und erkläre voller Überzeugung, ich finde das jetzt gut. Mit Gruß an die Werbeindustrie. Ich jogge also seit 2 Jahren. Mal macht es Spaß, mal ist es die reine Qual, aber ich bin eisern dabei geblieben. Es soll für die Gesundheit zuträglich sein, Gewichtsprobleme lösen und überhaupt das allgemeine Befinden bessern. Gleichzeitig habe ich das Rauchen aufgegeben und eine Weile lang sogar versucht, auf eine gesunde Ernährung zu achten. Da ich aber nie sicher war, ob das Gemüse, das so vitaminreiche, nicht total radioaktiv verstrahlt war oder sonst wie belastet und mein Geldbeutel diese Art von Gesundheitsmaßnahmen auf Dauer nicht verkraftete, renne ich mittlerweile wieder durch die Supermärkte auf der Suche nach Sonderangeboten. Aber beim Laufen bin ich geblieben, 2-mal die Woche. Dieser seltsame Tag im Oktober, wo eigentlich alles begann, war so ein Tag, an dem ich die Joggingschuhe an meinen Füßen festzurrte, mich auf mein Fahrrad schwang und zum Stadtwald fuhr. Ich schälte mich aus meiner Jacke und klemmte sie auf den Gepäckträger. Ich hatte keine Angst, dass sie gestohlen werden könnte. Der Dieb wäre selbst schuld und ich hätte einen guten Grund, eine neue zu kaufen. Ich schaltete den Walkman ein und Sting sang mir auf Spanisch direkt ins Ohr. Ellas Danzas Solas. Und ich betrat die Finnbahn. Bester Laufboden, weich nachfedernd und eine Freude für jeden Knochen. Ich lief an einigen Spaziergängern vorbei, die ihren Hund an der Leine festhielten, damit er mir nicht nachsetzte. Eine der besten Vorschriften, die es gibt, ist die Leinenpflicht für Hunde im Bürgerpark, finde ich, der Hund sicher nicht, und kam nach und nach ins Schnaufen. Sting sang schon das 5. Lied und meine Handflächen waren nass. Meine Gedanken hingen nirgendwo mehr fest, flogen wie die Bäume an mir vorbei. Meine Füße bewegten sich ganz von allein und Fußgänger, Hunde oder andere Jogger waren mir vollständig egal. Ich war wieder den Bogen gelaufen, der vom Fußweg wegführt, in den Wald hinein, hörte, wie ein Zug an mir vorbeirauschte und entdeckte es. Es gehörte dort einfach nicht hin. In meinem Kopf begann es zu pochen und meine Aufmerksamkeit sammelte sich, um auf den weißen Punkt im Grün zu starren. Ich blickte eine ganze Weile hin, ohne zu begreifen, was es war. Mein Atem ging rasend vom Laufen, meine Knie fühlten sich zittrig an. Dann konnte ich endlich wieder denken. Ich riss die Augen auf, dann musste ich schlucken. Vor mir lag ein fein säuberlich abgeschnittener Frauenarm. Die Fingernägel waren hellrot lackiert. Feine schwarze Härchen bedeckten den Unterarm. Mehr sah ich nicht, weil ich nicht darauf versessen war, den Stumpf genauer in Augenschein zu nehmen. Ich blickte mich um. Niemand war weit und breit zu sehen, irgendwie typisch. Ich beschloss, den Arm besser nicht anzufassen. Nicht so sehr aus kriminalistischen Überlegungen, sondern einfach, weil es mich ekelte.
und ebenso nicht die Suche nach anderen Körperteilen aufzunehmen. Ich lief den Weg zum Parkplatz. Zwei Männer stiegen aus einem blauen Golf und begannen mit Streckübungen. Sie erschienen mir irgendwie total unsympathisch, zumal beide mich fixierten und ihre Blicke auf meiner Brust und meinen Hintern regelrecht festklebten. Ich lief mit erhobenem Kopf an ihnen vorbei, ohne die geringste Lust auf ein Gespräch mit ihnen. Erst recht wollte ich sie nicht um Hilfe bitten. Ich radelte bis zur Waldbühne, einem Bierlokal, beliebtem Ausflugsort und Schauplatz für so manche Musikveranstaltung. Völlig durchgeschwitzt erreichte ich die Theke und fragte, ob ich telefonieren könnte. Ich wurde misstrauisch begutachtet. Dann zeigte ein Kopfnicken in eine Richtung, während eine Stimme unerbittlich sagte, für 50 Pfennig. Hören Sie, sagte ich außer Atem, ich habe kein Geld dabei, es ist ein Notfall. Eine reglose Gestalt an einem Tisch erwachte zum Leben. Himmelblaue Augen blitzten mich aus einem wettergebräunten Gesicht an. Ich bezahle, zischte seine Stimme durch den Raum und schob mir das Geldstück zu. Ich nickte ihm dankend zu und griff mir den Hörer. Ich wählte die 110 und überlegte, was ich sagen sollte. Die Polizeizentrale meldete sich. Ich habe einen grausigen Fund gemacht. Im Gebüsch liegt ein abgeschnittener Arm. Ihr Name? Karin Fischer. Wo befinden Sie sich? In der Waldbühne. Haben Sie zu viel getrunken? Wut begann in mir hochzukochen. Nein! Warten Sie bitte einen Moment. Mehrmals wurde die Leitung umgeschaltet und ich hoffte, bald jemanden zu sprechen, der zuständig wäre. Der Schweiß tropfte von meinen Händen und der Hörer rutschte. Warum war ich nicht einfach weitergelaufen und hatte die Einschaltung der Behörden anderen überlassen? Was hatte ich damit zu tun? Schließlich wurde mir mitgeteilt, dass ein Streifenwagen unterwegs sei. Erschöpft hängte ich den Hörer ein und ließ mich auf einen Stuhl sinken. Der Mann mit dem wettergegerbten Gesicht setzte sich zu mir und sagte in schleimig, vertraulichem Tonfall, meine Nichte ist auch einmal vergewaltigt worden. Es war, als ob ein Raunen durch den Raum ging. Ich wurde verstohlen, mitleidig, aber grenzenlos neugierig angestarrt. Das tut mir leid für Ihre Nichte, sagte ich und stand auf und ging. Ich hätte es keine 2 Sekunden länger mehr ausgehalten. Draußen waren die Tische mäßig besetzt. Der graue Himmel hatte die meisten verscheucht. Zum Glück, wenn man in meiner Lage überhaupt von Glück reden konnte, kamen die Polizeibeamten nur wenig später angefahren. Ich berichtete kurz und knapp, was ich gesehen hatte und führte sie zum Tatort. Ich fühlte mich immer kraftloser. Sehr umständlich wurde meine Zeugenaussage aufgenommen. Ich wurde sogar noch zur Wache gefahren. Bevor ich dann endlich nach Hause durfte, musste ich allerdings versprechen, über den Fund absolutes Stillschweigen zu bewahren, weil die Presse noch nicht eingeschaltet werden sollte. Ich versprach es und ich denke, ich hätte in dem Moment alles versprochen, wenn ich nur nach Hause gedurft hätte. Dort packte ich mich zunächst in eine heiße Badewanne und schaltete danach den Fernseher ein. Im ersten Programm kam ein Krimi. Als die zweite Leiche gefunden wurde, schaltete ich um zu einer Talkshow.